Und damit willkommen zu einem neuen Game Review. Ja, die Entwickler von I Hate My Legs haben mich angeschrieben, ob ich denn mal Bock hätte, ein kleines Review darauf zu geben. Und ich habe mir gedacht, klar, warum nicht? Gibst du den Code und lädst das Game runter und dann testen wir mal die offizielle Beta-Version von I Hate My Legs. Ja, ich bin gespannt, was sich hier abspielen wird. Denn die Entwickler haben mir geschrieben. Einen Moment. So, die Entwickler haben mir geschrieben, ich bin ein Indie-Game-Entwickler und stehe kurz davor, mein erstes konventionelles Spiel zu veröffentlichen. I Hate My Legs. Einfach gesagt, du wirst das Spiel hassen. Aber deine Zuschauer werden es lieben. Ich denke, du wirst den Wert darin erkennen, dieses Spiel zu spielen, um dein Publikum zu erfreuen und dabei mental an deine Grenzen zu kommen. Du spielst als Jeff, eine Schildkröte mit menschlichen Beinen, die sich auf eine Mission begibt, ihren Vater zu finden. Du bist jedoch eine Schildkröte und Schildkröten können langsam. Und Schildkröten sind langsam, sorry. Also, wie kommst du voran? Geh in deinen Panzer und dreh dich. Je schneller du dich drehst, desto weiter springst du. Und da wir ja schon Shanty Keller gespielt haben, und deswegen sollten wir das Game auch mal anspielen. Wenn du Interesse hast, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen, dann machen wir das. Momentan ist der Code nur für die Demo-Version, also Early Access bzw. die VIP, verfügbar. Die Version wird am 16. September veröffentlicht. Du kannst jederzeit vorher Inhalte hochladen, um einen früheren Einblick ins Spiel zu bekommen. Wir spielen den ersten Abschnitt des Spiels und eventuell bekommen wir ja doch nochmal den Code. Bin mal gespannt. Und ich würde sagen, wir sind drin in I Hate My Legs. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal durch. Optionen. Deutsch vielleicht? Nein. Deutsch, perfekt, haben wir. Ja. V-Sync machen wir aus. So, die Qualität ist alles schon auf episch. Das sieht auch ganz gut aus. Klang sieht auch gut aus. Steuerung, SAD und Spacebar. Ach, die hier. Okay. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Danke fürs Probieren für I Hate My Legs. The tutorial is short, since the game is a simple 5-year-old could beat it. Okay. Ah, okay, wir müssen länger drauf bleiben. So, das ist also. Okay. A und D. Okay, crazy. To enter your shell, press S. You must be moving with your shell. Okay. Ich drücke S. Ich drücke S. Ach so, ich muss mich bewegen, um das zu machen. Ah, okay. Press Space. Oha, Junge. Nein. Hoch. Ah, okay, geil. Jump to the next two platforms. Okay, auch da hoch. Oh nein. Oh nein. Ups. Ach so, okay, ich hab verstanden. Aber selbst das Tutorial ist schon crazy. Nee. Also nochmal. Nochmal alle aufnehmen. Okay, also ich verstehe es so langsam tatsächlich, um was es hier geht. Das ist crazy.
Nee. Hä, bist du. Das ist ja schon ein Tutorial, da richtig heftig, Mann. Wenn das ganze Spiel so ist, um Gottes Willen. Also nicht mein Fall tatsächlich, aber ich dachte mir so, why not? Probieren kann man es doch mal. So, nochmal. Oh, gut. Ja, yeah. Okay. Nein, ach Mann, hör doch auf jetzt. Das kann doch nicht schon in der Früh schon so ein crazy sein. Ach, wir haben S gedrückt. Auch wir müssen S drücken, oder was? Nee, Leertaste. Ja, schön, wenn die Leertaste jetzt erst funktioniert, oder? Ach, hör doch auf. Ja, ich bin dagegen, hast du recht. Das kann doch nicht wahr sein, dass das schon im Tutorial so scheiße anfängt. Also. Ich weiß nicht, ey, wirklich nicht. Ja, ich bin doch dagegen, hast du recht. Meine Güte. Mach halt schneller, Mann. Was ist denn das? Geht doch. Links, rechts. Wir bleiben länger drauf. Wir gucken mal. Links, rechts. Bitte noch schneller. Ach, wir können uns bewegen. Okay, geil. Was aber auch keinen Sinn ergibt. Das ist aber crazy. Okay, wir können uns so stabilisieren. Okay, das ist ganz cool. Ja, und auch noch dagegen fliegen. Ach, ich. Es ist. Ich weiß nicht, ne? Nein, in die falsche Richtung. Es wäre geil, wenn man das steuern könnte, wo man hinfliegt. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig. Das wäre eigentlich viel besser tatsächlich, weil dann kann man sagen, okay, man geht down dahin, das Ding bewegt sich vielleicht. Ich glaube, das wäre einfach. Viel einfacher, glaube ich. Ja, weil ich da und dagegen fliege, das macht gar keinen Sinn. Da ist so viel Platz, Junge. Ja, das macht gar keinen Sinn, Digga. Ehrlich nicht. Ja, geh runter jetzt, du Arschloch. Komm, hopp. Mama mia, das ist. Also für ein Game Review ist das echt. Ich sag jetzt mal. Zu hoch gesetzt worden. Weil ehrlich gesagt hasse ich ja nicht solche Spiele so. Jo, du musst das machen, damit du das machen kannst und dies und das. Ich habe von dem Spiel noch nicht ehrlich viel gehört tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Bisschen mehr hier bleiben, für den hochtanken können. Komm. Ja, siehst du, das macht nicht mal Sinn, Digga. Ach, hör doch auf. Wir müssen hier jumpen anscheinend. Keine Ahnung, Digga. Aber es regt auf. Langsam nach Zeit regt es echt ein bisschen auf. Ohne Witz. Ja, es regt einfach auf gerade. Geh runter jetzt, Mann. Weil er nicht mehr da hochkommt. Am Anfang bin ich doch raus auch gekommen, Mann. Digga, es macht 0,0% Sinn. Wirklich nicht. Ich meine, jetzt bin ich hier drin feststuck. Wobei ich jetzt hier mich bewegen kann. Wenn ich das herausfinde, wie das geht, das ist ganz cool. Komm mal hoch. Ich muss hier hinten bleiben. Ja. Ach, Digga, hör doch auf. So. That's everything in the tutorial. If you want real challenge, go to the gameplay settings and enable auto exit shell. Oh, okay.
Also müssen wir uns jetzt auch mit dem Ding hier sofort bewegen, oder was? Okay, ja. Okay. Dann müssen wir jetzt anscheinend hoch, oder was? So, runter. Okay. Ich kann mich noch nicht beklagen, jetzt tatsächlich jetzt hier im Gameplay, weil das Gameplay ein bisschen actually einfacher ist. Ja, komm, hör doch auf. Wir spielen seit 10 Minuten und waren 5 Minuten gefühlt im Tutorial, Junge. Kann nicht sein. Hör doch auf. Digga, hör doch auf. Was ist denn das für eine scheiß Steuerung jetzt hier? Also, von der Steuerung her abgesehen, ja, die Steuerung ist ja noch. Digga, völlig in Ordnung eigentlich. Aber diese Game-Physik ist einfach, ehrlich gesagt, für den Arsch. Ich spring da hoch, er kommt nicht an, Digga. Warum? Der Pfeil ist doch. Der Pfeil geht nicht größer, Junge. Was ist das? Ja, schau dir das an. Das macht gar keinen Sinn, Junge. Schau dir das an, das macht gar keinen Sinn, Digga. Also ich meine, ich wurde jetzt nicht dafür bezahlt, dieses Spiel zu spielen, ja, als Game Review. Also kann ich doch ehrlich gesagt meine ehrliche Meinung abgeben. Und ich sage euch ehrlich, also für mir würde so ein Game als Kunde nicht taugen. Ich sag's euch ehrlich, also ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt, sowas zu machen. Hut ab, dass man überhaupt sowas macht, ne? Aber diese Game-Physik ist einfach für den Arsch. Ich sag's ehrlich, sie ist für den Arsch. Weil du kommst da halt einfach nicht hoch. Schaut euch das an. Das ist so eine richtige Verarsche, Junge. Dann kommt er überhaupt nicht hoch, Digga. Das ist die größte Rotzverarsche in meinem Leben, die ich jemals, ehrlich gesagt, gespielt habe. Wenn man da einfach nicht hochkommt, egal wo du stehst, du kommst da nicht hoch. Und das regt mich auf. Kannst noch so viel Knöpfe drücken, das bringt auch nichts. Wow, Digga, 5 Minuten später. Dann steh ich da, Digga. Ach, hör doch auf, Mann! Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Das macht nicht mal Sinn. Ohne Witz nicht. Mal auf Good Luck tatsächlich. Mal schauen. Ja, Digga, ich flieg dagegen. Hör doch auf, Mann. Steuerung ist eh auch von Arsch irgendwie. Hätte man gleich irgend so einen Dude hinschmeißen können. Springen die Treppen da hoch. Macht das selbe Prinzip. Und das ist in keinster Weise wie Chain Together tatsächlich. In keinster Weise. Es ist vom Nerv erraubenden viel höher. Wirklich viel höher. Ja, schau euch das an. Es ist vom Nerven dann viel höher, Digga, dieses. Aber es ist nicht dieses positiv höher, sondern dieses negativ höher tatsächlich, weil ich mich gerade schon leicht aggressiv.
Und wenn wir jetzt innerhalb von 5 Minuten nicht weiterkommen, Digga, dann war es das ein schönes Game Review, ohne Witz. Weil ich sehe es nicht ein, ein Game Review zu machen für ein Spiel. Klar, wie gesagt, ich wurde dafür nicht bezahlt und alles um und dran, um Gottes Willen, aber für ein Spiel zu machen, das mich äußerst aggressiv macht und das in einem Game Review, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich sag ja. Ich hasse solche Spiele, um echt zu sein. Also wirklich, das ist. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie scheiße ich solche Games finde. Das ist schlimmer als Donkey Kong. Und Donkey Kong war in Ordnung. Bumm. Hör doch auf, Mann. Hopp, spring da hoch. Ja. Und laufen können wir ja nicht. Wir müssen ja wieder hoch springen. Und springen kann er nicht. Was auch keinen Sinn ergibt. Das ist das Gefühl, wie bei Ralf Reichts. Wenigstens können wir es pausieren. So. Okay. Wenigstens etwas. Ups, okay, gut. Ups. Also langsam wird's, wenn man es raus hat, so ein bisschen. Okay, es hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Okay. Mal so zoomen oder sowas? Nein, gar nichts, ne? Ne, okay. Also es ist schon echt ein crazy Game. Also für meine Nerven ist es auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ist es ja für euch was. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Auf was für euch ist. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Codes, die ich dann
verlosen kann oder so, mal schauen. Und ich würde sagen, das war's hier mit dem kleinen, aber feinen und nervtötenden Game Review von I Hate Malex. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.